Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Beitrag auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Und wenn Sie freiwillig gesetzlich krankenversichert sind oder jemanden kennen, der gesetzlich krankenversichert ist und Sie oder diese Person gerade aktuell in der Überlegung sind, eventuell mal eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, dann passen Sie bitte jetzt ganz genau auf, denn ich habe einen ganz, ganz wichtigen Tipp für Sie jetzt zum Jahresende, der Ihnen noch sehr viel Geld einsparen wird. Bleiben Sie dran und bleiben Sie gespannt. Bis gleich. Grüß Gott und herzlich willkommen zum Kanal von Fred De Marco, der Experte für Kirchenbeamte. Hier erfahren Sie alles rund um Finanzen für Pfarrerinnen und Pfarrer. Christlich, ethisch und nachhaltig. Und damit hallo und herzlich willkommen, ein herzliches Grüß Gott hier auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder mit dabei sind. Für jeden, der neu einschaltet, ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal. Und heute wollen wir uns mal das Thema mit den Zähnen nochmal etwas anschauen. Zahnzusatzversicherungen sind sehr, sehr beliebt in Deutschland. Ja, weil Zähne auch wirklich teuer sind. Und hier macht es auch Sinn, dass man sagt, man schafft sich eine Zusatzversicherung, um dieses Thema einfach besser abzusichern. Und hier habe ich noch einen ganz, ganz wertvollen Tipp, wenn Sie gerade am Überlegen sind, soll ich noch so eine Zahnzusatzversicherung abschließen, ja oder nein? Denn wir befinden uns aktuell im Jahreswechsel und im Jahreswechsel ist es immer sehr, sehr interessant, denn hier kann man nämlich noch einen Mega-Deal rausschlagen mit seiner zukünftigen Zahnzusatzversicherung, wenn man sich gerade so im Jahreswechsel befindet. Also egal, ob jetzt Dezember, Januar, sowas in dem Dreh rum, viele Versicherer können nämlich die Zahnzusatzverträge rückdatieren und das macht unglaublich Sinn, Achtung, dass man so eine Zahnzusatzversicherung auf den 1.12. zurückdatiert. Also 1.12.22 ist dann der Versicherungsbeginn. Natürlich muss man dann den Dezember beispielsweise auch im Januar noch zurückzahlen oder den ganzen Dezember halt noch zahlen, obwohl man mitten im Dezember ist, etc. Ja, aber sie haben einen ganz, ganz großen Vorteil und zwar, wenn es ins Thema Zahnstaffel geht. Ja, die meisten Zahnzusatzversicherer haben ein Passus mit drin, das heißt, im ersten Jahr dürfen Sie nur so und so viel Euro an Leistungen abrufen. Bei uns sind es beispielsweise 1.000 Euro im ersten Jahr, im zweiten Jahr 1.000 Euro, im dritten Jahr 1.000 Euro und so weiter. Nach dem fünften Jahr ist der komplette Vertrag komplett von der Leistung unbegrenzt. Das heißt, ab dem fünften Jahr können Sie so viel Leistung einreichen, wie Sie möchten. Aber in den ersten fünf Jahren gelten immer diese 1.000 Euro pro Jahr. Und jetzt kommt der Clou, das bezieht sich nämlich immer auf das Kalenderjahr. Das heißt, wenn Sie zum 1.12. starten, haben Sie zum 1.1.2023 das erste Kalenderjahr schon erfüllt. Das heißt, das erste Jahr der Zahnstaffel haben Sie mit einem Monat schon automatisch erledigt. Ich mache ein Praxisbeispiel. Wenn Sie jetzt beispielsweise zum 1.1.23 mit Ihrer Zahnzusatzversicherung starten würden oder auch zum 1.2.2023, dann haben Sie 23 den Start, 24, 25, 26, 27, erst ab 2028 ist Ihr Vertrag komplett unbegrenzt von der Leistung. Würden Sie jetzt aber hergehen und anstatt am 1.1. oder am 1.2. zu starten, am 1.12. rückdatieren, ja, dann hätten Sie 2022 den Beginn, 23, 24, 25, 26, so sind Sie in 2027 schon komplett in der unbegrenzten Leistung. Das heißt, ein Jahr früher haben Sie Ihre Zahnstaffel bereits erfüllt, und das nur, weil Sie einen Monat mehr gezahlt haben. Nicht viele Versicherer haben die Möglichkeit dieser Rückdatierung, aber viele bieten es auch an. Wenn also Sie gerade aktuell in der Situation sind, dass Sie überlegen, eine zusätzliche Zahnzusatzversicherung abzuschließen, schieben Sie es bitte nicht auf, sondern schauen Sie, dass Sie das am besten noch rückdatieren können auf den 1.12.2022. Wenn Sie hierzu Hilfe brauchen oder Fragen haben, besuchen Sie mich gerne auf meiner Internetseite www.pfarrer-versicherung.de. Kommen Sie gerne auf mich zu, machen Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch mit mir aus, damit wir einfach mal gemeinsam schauen können, welche Möglichkeiten haben Sie und wie viel lohnt sich das tatsächlich für Sie. Ich freue mich bis dahin. Alles Gute, Ihr Fred De Marco.